Guten Abend, zu Hause. Zu Hause ist es noch eine Stunde früher. Jetzt haben wir es hier 20:39. Also, und dann ist das heute einer der längsten Tage des Jahres mit. Sehr zum Wohl. Wie üblich, Savetskoje Champanskoje. Ein herrliches Tröpfchen, man könnte auch sagen, eingefangene Krimsonne. So, dann muss ich das jetzt mal ein bisschen abwischen hier, dass das ein bisschen sauber aussieht. So. Und dann wollen wir mal heute Abend noch ein bisschen was tun. Saš aby šal mne pomôcť, zavtra, posmotrim što takové bude. Und da muss ich mich heute Abend noch ein bisschen befleißigen, dass ich das alles schaffe. Also erst noch mal zum Wohl, also das ist ja was ganz Hervorragendes hier. Ja, zu Hause kann ich nicht so frei und hervorragend diesen Wein, diesen Sekt genießen und so. Da muss ich immer sparen. Wenn ich mal wieder in die Sowjetunion fahre, dass ich dann auch ein bisschen Sekt kriege. Oder zu Hause noch Sekt habe. Während ich doch hier frei genießen kann. So, und ich habe mir nun als letztes ein paar Videosequenzen rausgesucht, beziehungsweise nicht rausgesucht, die ich so aufgenommen habe, aber die an für sich alleinstehend wenig oder gar keinen Sinn machen würden. Und ich habe mir die ein bisschen zusammengeschnitten. Und nun möchte ich das mal alles ein bisschen erläutern. Wie gesagt, die kommen dann immer hier von meinem russischen Studio runter. Also das ist ja hier ganz hervorragend. Ganz prächtig ist das. Nochmal ein Stückchen nehmen. Ich glaube, ich bin heute Abend bald betrunken. Man stelle sich das mal vor, in 3 Monaten 4 Flaschen Sekt. Sowjetischen Sekt, ja, da muss man doch betrunken sein. Ob man denn schon Alkoholiker davon geworden ist? Also ich kann es nicht ganz genau sagen. Wer weiß. So, und da habe ich nun als erstes, und da wird mir meine Nachbarin wieder ganz, ganz böse sein, aber abgesehen davon, es ist so, habe ich ein Bildnis von Boba Bobovic auf dem bielorussischen Markt in Brems gesehen. Wie gesagt, auf dem bielorussischen Markt in Brems. Der ist immer so die letzten Tage und die ersten Tage des Monats. Wird hier aus Weißrussland eines verkauft, ob es Süßigkeiten sind, ob es Ikra, jetzt heißt es nicht Deutsch, also Ikra wird verkauft. Und Socken gibt es da, Brücken, also eben für Stuben hier so, Teppichbrücken und so und alles Mögliche. Da sind dann immer so Zelte aufgebaut und da wird das dann verkauft. Und ich muss sagen, die Russen sind da an für sich mächtig hinterher. Sie sagen, weil das alles irgendwie ein bisschen frischer ist und ein bisschen billiger. Naja, es kann ja sein. Ne? So. Und als nächstes habe ich dann mal ein Auto vor uns fotografiert, das das berühmte Z hat. Also ihr könnt es mir wirklich glauben, es sind vereinzelte
wenn man das überhaupt so ausdrücken kann. Es ist ab und zu mal ein Fahrzeug dabei, das das Z hat. Auch bei den Autobussen, die nun mehr oder weniger unter, ich möchte mal sagen, auf staatliche Anweisung, da die Abziehbilder da bekommen, das ist auch nicht weit her. Ne? Also wirklich wahr. Ja, und dann der Zirkus. Also leider im Zirkus war ich nicht. Warum? Ja, weiß ich an und für sich auch nicht. Ich kann ja nachher mal fragen, ob man da noch Karten kriegt oder so, dass ich vielleicht doch noch mal im Zirkus gehe. Denn vor Jahren war ich hier schon mal im Zirkus und das war gar nicht mal so schlecht. Da war auch eine Schlangenbeschwörerin und die hat da Schlangentänze aufgeführt. Das war schon ein bisschen was. So, und dann noch mal etwas, das hatte ich schon in einem anderen Video. Und zwar die, hier heißt es hier, Volksrestaurants, wenn man das richtig übersetzt. Also bei uns wären das dann hier so Suppenküchen oder, wie könnte ich mich denn da noch ausdrücken im Deutschen, dass das richtig verständlich wäre. Suppenküchen, Armenbeköstigung und so ähnlich. Ne? Aber hier muss man auch ganz eindeutig sagen, dass es hier, obwohl da große Reklame ist für Rentner und Pensionäre, im Wesentlichen sind dort wesentlich jüngere Leute drin, die da ihr Mittagbrot einnehmen. Wahrscheinlich von den umgehenden oder umliegenden Betrieben oder Kleinstwerkstätten und so, dass die denn da hinkommen und dann da ihr Essen nehmen. Das ist wirklich ganz hervorragend. Ich habe hier mal die Volksküche besucht in der, im Lenin-Prospekt und zwar gegenüber von der Kirche. Und das war da wirklich ganz hervorragend. Ich muss im Allgemeinen sagen, das ist ein ganz hervorragendes Essen dort. Also da gibt es gar nichts. Nicht umsonst werden dort so viele Leute, vor allen Dingen auch Jüngere hingehen, die dort ihre Mittagsmahlzeit einnehmen. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich da mehrere gefunden habe. Eine Volksküche ist hier gleich bei mir in der Straße ein bisschen weiterhin. Da war ich allerdings noch nicht gewesen. Dann die Straße in der Straße der Roten Armee. Die habe ich aber schon ein bisschen ausführlicher vorgestellt. Und dann jetzt hier als letztes die Volksküche im, auf dem Lenin-Prospekt. Ach, und hier mal ein bisschen was. Also wie gesagt, das bestätigt das mal wieder. Es sind Aufnahmen, die alleine nichts sagen. Und zwar ist es hier, habe ich eine Schule fotografiert und da steht oben drüber, ich will das mal ein bisschen größer machen hier, herzlich willkommen im Land des Wissens. Na, das ist doch schon eine schöne Einladung. Also ich finde das wirklich ganz prima, was die Russen hier machen. Das ist schon mal eine Idee. Gibt es gar nichts. So, und nun nochmal gegenüber von der Volksküche oder Volks, wie würde man denn das übersetzen, Volksrestaurant vielleicht so. Volksrestaurant. Und das nochmal gegenüber, da guckt man dann auf die Bank. Und dann zum Weiteren sind so die Beschriftungen an den einzelnen Haltestellen. Das ist unterschiedlich, manchmal ist es recht günstig und auf der anderen Seite mal wieder, hier wird zum Beispiel geworben, dass man den Dienst aufnehmen sollte, im Internet, der auch im Internet geworben wird, von der Vertragsdienst in der Russischen Föderation und vereinige dich mit ihnen. Ne? Also dazu wird aufgefordert, dazu wird geworben. Und dann gleich daneben
an der Haltestelle. Das sind zwei so überdachte Haltestellen. Und hier ist aber noch keine Beschmierung vorgenommen worden, sondern für den Frieden, für Russland und für den Präsidenten. Prösterchen erstmal wieder. Wir hatten hier angenehmes Wetter. Vor allen Dingen so schwülwarm war es hier gewesen in den letzten Tagen. Und vorletzte Nacht, da hat es geregnet. Im Bild habe ich davon auch da. Und sofort kamen wieder die sowjetischen Pfützen. Und jetzt aber zu einer Sache. Also, da habe ich mich ja nun wirklich voll reingelegt, man muss es so sagen. Ich habe auf die Meinung der Straße gehört. Es ist ja bekannt, dass das für mich der Gradmesser ist. Nichts anderes, sondern das, was die Leute sagen. Und hören wir uns das mal kurz an. Ja, wie gesagt, man müsste den sowjetischen Sekt wirklich, zumal jetzt Artyomov wieder russisch ist und nicht mehr Bachmut genannt wird. Das wurde überhaupt nie Bachmut genannt. Nie. Wer weiß, wer den Namen da erfunden hat. Da. Ja, dass man denn da in Deutschland wieder sowjetischen Sekt bekommt, ja, das ist doch. Und sieh mal einer da, hinterher haben mich die Leute, die Russen, korrigiert. Also während der russischen Zarenzeit gab es einen Bachmut. Und anschließend wurde denn das umgetauft in Artyomovsk. Und nun sagen eben die Ukrainer wieder Bachmut. Wenn sie das mal auch bei den anderen so machen würden, die Ukrainer, da schwören sie ganz doll darauf auf das Wort Lwów. Ukrainisch Lwów, Russisch Lwów. Tja, und das war aber vorher gewesen, der Ort. Und zwar gehörte der mit zuerst Österreich-Ungarn als Lemberg. Aber da sagt niemand Lemberg, im Gegenteil, Lwów. Und diesen Ort Lwów hat auch nicht die Ukraine bekommen, sondern die Sowjetunion wurde dem in dieses Gebiet zugeschlagen. Also seht schon. Wenn man da mal ein bisschen genauer hinguckt, ist das alles. Naja, andersrum. Also so wie das deutsche Fernsehen vermittelt, ist es oftmals nicht der Fall. Gibt es gar nichts. So, und das hier. Zuvor erstmal noch eine Aufnahme. Das hat mir wirklich gefallen, wie die Blumen oder die Büsche hier so sprießen. Das ist ohne weiteres ein Zeichen, dass Sommer ist. Und dann als nächstes bei den Arbeiten, die gemacht wurden hier. Allerdings ist das nicht Brjansk, sondern Karatschew. Und guckt euch doch mal an, liebe Leute, und da bin ich der Meinung, das könnte man in Deutschland auch gebrauchen. Wenn man das da eben so hinschreibt, und die Übersetzung ist ja drunter, selbst lesen könnt ihr das. Und ich finde das recht ordentlich. Gibt es gar nichts. So, und hier die Metro. Das ist ja bekannt, dass der deutsche Konzern Metro sich in Russland auch niedergelassen hat. Die russischen Angestellten in diesem Konzern erzählen dann immer von sich, dass sie in die deutsche Gefangenschaft geraten sind, aber die Deutschen zahlen gut, sagen sie immer. Das ist wirklich ganz herrlich. Und wenn man denn danach fragt, die Angestellten, dann gucken sie mich immer erst groß an. Na nun, wo weiß der denn das her? Ne? Aber auf der anderen Seite, wenn die hohen deutschen Herren da mal durchgehen und sich nur mit Dolmetscher bewegen können, dann werden sie so etwas nicht erfahren. Denn die Dolmetscher werden das nicht übersetzen. Ich werde das aber mal in der Metro in Magdeburg bekannt machen. Mal sehen, was die sagen. Ja, das ist also die Metro. Und dann ist seit Anfang, ich glaube seit 1. April,
ist der Eingang in die Metro ohne Karte möglich, also die können dort bequem als Bürger hingehen, obwohl das von Anfang an schon möglich war, dass man da als Bürger reinkam, man hat seinen Ausweis gezeigt, hat einen Kontrollzettel bekommen und konnte dann damit durchgehen und konnte kaufen. Und das ist jetzt alles abgeschafft, also man kann dort bequem durchgehen, ne? Und kann dort einkaufen. Wahrscheinlich ist das eine Frage des höheren Umsatzes. Nun, als weiteres habe ich hier nochmal was aufgenommen. Und zwar einmal auch in der Straße der Rotarmisten oder der Roten Armee. Und zwar soll das hier richtig heißen, wir lassen die Unseren nicht im Regen stehen oder nicht alleine sein oder so, sondern wir helfen denen. Und das Nicht ist hier durchgestrichen. Nun, die Leute werden sich dabei was gedacht haben. Die werden ja kennen, wie das an der Front aussieht. Und die werden ja wissen, was dort los ist. Man kann aber sagen, im Allgemeinen sind dort, was ich so von Leuten gehört habe, die die Front besuchen konnten, dass es in den Volksrepubliken Donbass und Lugansk alles im Wesentlichen billiger ist und dass sich auch die Russen gewaltige Mühe geben, alles wieder aufzubauen. Also das muss ja dort katastrophal aussehen. Es haben ja auch einige gesagt, es würde da so aussehen wie in Stalingrad. Also da muss ja ganz schön was sein. Ne? Also, Polsterchen, allerdings nicht auf das zerschossene Stalingrad, sondern auf das Video. So, und das hier hatte ich schon mal gezeigt. Heute sieht das so aus, also wieder eine Straße, wenn eine Straße an der Stelle. Ich kann mir ganz gerne ja keine Straße mehr, da fahren Obisse. In den Obis-Haltestellen, meistens ist da so eine Überdachung angebracht und so. Und da sind dann, wie ich das schon erklärt habe hier, sind dann so meist Aufforderungen oder politische Forderungen oder so drauf. Ne? Und an dieser Stelle ist jetzt gar nichts mehr drauf. Und als ich das aber zu Anfang, als ich hier war, fotografiert habe, war dort das drauf gewesen. Also wie ich da gesagt habe, dass eben das für den Frieden, für Russland und für den Präsidenten alles verschmiert war, sondern bloß Frieden überblieb. Ja? Also das ist abgemacht worden und damit ist dann in Ruhe. So, hier habe ich leider versagt, wie manchmal üblich. Und zwar wollte ich hier haben aus Bryansk eine Mitteilung, und zwar das Komfortbusse von Kiew über Bryansk nach Moskau fahren. Wie gesagt, ich wiederhole nochmal, von Kiew über Bryansk nach Moskau fahren. Man hatte allerdings auch gesagt, dass die Wartezeiten an der Grenze mal bis zu 30 Stunden betragen können. Das ist schon eine ganz schöne Ecke. Und das bei diesen Temperaturen, jetzt wo das so schwül warm ist, naja, der Mann darf los. Aber wenn das ein Komfortbus ist, dann wird der ja wohl auch das nötige Klima drin haben. Ach, das war ja was Feines hier. Eine Kinderbibliothek habe ich mal gesucht. So, nun stellt euch doch mal vor, da kommt nun in diese Ausstellung, bis in diese Bibliothek, Kinderbibliothek, ein Ausländer rein. Spricht nicht richtig Russisch, spricht mit Akzent Russisch. Na, das muss doch. Und der sucht nach Tschuk und Gek. Und das hat er gefunden. Und da haben sich dann die Russen darüber gewundert, dass dieser Ausländer ihre Literatur erkannte. Er fragte nach Tschuk und Gek. Er fragte nach Batnataja Zelina. Er fragte nach Scholochow. Und alles war da. Wirklich, also die sowjetischen Kinderbücher sind wieder hier in Kommen. So, hier eine gute Ausgabe von Scholochow. Und zwar ist dann da drin ein, dass ich das jetzt richtig sage,
ein Menschenschicksal. Also Sulzma Cerverca. Das ja auch verfilmt wurde und auch in der DDR großen Anklang hatte. Also da gibt es gar nichts. Meines Erachtens hatte nur der Film Anis Rajalis La Rodinu, der in der DDR nicht gezeigt wurde. Meines Erachtens. Ich will da vorsichtig sein. Und dann hier in der Nacht vom 18. zum 19. hatte das schön geregnet, langsam geregnet. Also das ist wirklich alles in der Erde gegangen. Aber ihr könnt es mir glauben, mittags als die Sonne schien, waren die Pfützen alle weg. So, und das ist nun hier meine Abschiedsadresse. Nochmal Prösterchen auf die schöne Zeit. Mit dem sowjetischen Sekt, das war wirklich ganz herrlich. Und dann hier den Vorspann machen, ach, das ist... Naja, zu Hause muss ich dann wieder Kaffee trinken. Oder wenn ich noch Sekt habe, vielleicht kann ich dann noch ein bisschen Sekt trinken. Da müsste ja auch noch eine angefangene Flasche da sein. Die musste aber meines Erachtens schon mehr als 6 Monate angefangen stehen. Mal sehen, ob der Sekt dann noch schmeckt. Ich hatte das hier schon mal probiert nach ein paar Tagen. Also da merkte man kaum etwas. Nur, dass er das Sprudel nachgelassen hatte von dem Sekt. Ne? So, und dann geht's zum Ende zu. Tschüss und noch zum Wohl die letzten Tropfen. So, diesmal trage ich das Notebook mit vor.